Was gibt's? Was hat's denn angestellt? Was sie angestellt hat? Frech war sie. Ich hab sie aus dem Ringelspiel hinausgeworfen. Schau dir die da gut an, Lilium. Die kommt mir nie wieder her. Muss denn immer gleich so grob sein? Schon gut, bitte, schon gut. Ich bin ja niemand. Ich habe mir eingebildet, mich könnte man gar nicht hinauswerfen. Weil ich ja niemand bin. Willst du mein Geschäft zugrunde richten? Jetzt bin ich ja hinausgeworfener. Den Teufel bist du, nur die da. Weg von ihr. Ich lass dich vom Hollinger durchhauen, Lilium, dass du alle Engel singen hörst. Das wäre nicht das erste Mal. Gusch, ich bin hinausgeworfen und jetzt Abmarsch. Aber Herr Lilium, wenn sie sagt, dass sie nicht hinausgeworfen... Nur weil das Ganze wegen mir so kommen ist. Um Entschuldigung bitten. Aha, ich? Wen? Das Würstel dort, gnädige Frau. Also wird's. Wenn die sich in mein Ringelspiel traut, wird sie doch hinausgeworfen, dass sie im helllichten Tag alle Sterne am Himmel sieht. Also jetzt, gnädige Frau. Jetzt ersuche ich Sie hochachtungsvoll, sich schleunigst von ihr fortzupacken. Weil sonst wird's die Gnädige am eigenen Leib erfahren, was es heißt, mit der linken Hand einen in den Magen zu bekommen. Gut! Jetzt kannst du dich auch zum Teufel scheren! Adieu! Du wirst entlassen! Das heißt, tust du dir da gar nicht fürchten mit mir? Ich meine, die haben dir doch gesagt, was ich für einer bin. Dass ich dir dein Geld abnehme. Ich habe ja keins. Na und wenn ich da jetzt sag, ich nehme die. Sie? Jetzt erschrickst du nicht, wahr? Wirklich nicht, Herr Lilium. Meine Frau werden, das traust du dir doch nicht. Du hast sie geschlagen, hör ich? Das geht sie an Schmoren an. So ein Nix. So einen armen Käfer schlagen. Wenn du sie nicht mehr magst, lass sie laufen. Ich soll sie laufen lassen? Na, das wäre ihnen freilich recht. Wie groß du wieder tust. Die geht nicht wieder zurück. Also meinetwegen, wenn ich... Aber deshalb kann ich ja doch mit ihr bleiben. Ich meine, sie kann ja hier bei mir sein und mit mir leben, wenn ich ja zurückgeht zur Kunst. Na geh. Warum nimmst du denn das Geld nicht? Gehen Sie nach Hause, Frau Muska. Was hast du denn? Gehen Sie nach Hause, lassen Sie mich frühstücken. Sehen Sie sich, dass ich frühstücken will. Du bist verrückt. Wirst du endlich gehen? Die Juli kriegt ein Kind. Ein Kind werde ich haben. Ein Kind werde ich haben. Und das Geld? Wo hat das? In einer Ledertasche. Den ganzen Wochenlohn für die Fabriksarbeiter. Für? Bist du deppert. Wie heißt er? Lenzmann. Ah gut. Kassierer? Ja. Aber wenn er so einen Stich zwischen Trippen hat, ist er kein Kassierer mehr. Kommst oder bleibst? Ich trag's ja gar nicht mehr nach, dass du mich geschlagen hast. Lass mich gehen! Was hast du in deiner Jacke? Karten. Na, dann geht's halt nicht weiter. Oder wenn's willst. Was? Auf Ehrenwort. Auf Borg? Na, aber jetzt ziehst dann ab. Wovon ziehst du es ab? Na, von unserem Geld. Wenn du gewinnst, dann ziehst du's ab. 21. Jetzt weißt du, jetzt sag ich das, dass du ein Hund, ein ganz gemeiner Hund! Guten Abend wünsche ich. Bitte schön, wie viel Uhr ist das? 5 Minuten bitte fehlen auf 6:30. Ein Glück, dass ich die Hand mit dem Messer erwischt habe und nicht die andere. 2 saubere Vögel. Dir rate ich, schön still zu bleiben. Wenn du nur einen Muxer machst, dann hast du 2 Kugeln im Leib. Na, möchtest du nun wissen, wie viel Uhr es ist? So 10 bis 12 Jahre Zuchthaus. Mich kriegt's ja nicht! So let the lesson be mine. Let the lesson be mine. Juli! The decision is mine. The decision is mine. Mein kleines Mädel. Because the vision is mine. Mein Käfer. The vision is mine. Du! Von mir aus kann die Polizei schon kommen. Wenn's so pur wird. Wenn es ein Mädel wird. Ja.
Vielleicht sehe ich noch den Herrgott. Was haben Sie Gutes auf Erden getan? Warum haben Sie sich umgebracht? Haben Sie noch etwas auf Erden zu erledigen? Haben Sie etwas gut zu machen? Jo. Was ist es? Dem Viecher möchte ich noch den Schädel einhauen. Wissen Sie, dass Sie Ihr Weib ohne Brot und ohne Stütze zurückgelassen haben? Jo. Reut es Sie? Na. Wissen Sie, dass Ihr Weib in gesegneten Umständen ist? In 6 Monaten ein Kind gebären wird. Ich weiß es. Er hat sie also nicht geschlagen? Nein. Nie. Lass mich doch einen Augenblick da bleiben. Einen ganz kleinen Augenblick nur, für so lange, dass ich dir was Schönes, Lustiges zeigen kann. Fräulein, ich schenke dir was. Was ist das? Ein Stern. Nimm von ihm nichts an. Sicherlich hat er es irgendwo gestohlen. Fräulein. Geh sie fort! Liebes Fräulein, ich muss dir jetzt was Schönes zeigen oder was Schönes tun. Ich muss jetzt was sehr, sehr Schönes. Geh sie fort! Fräulein! Marsch!